Das ist eine super Frage, die trägt mich jeden Tag. Ich habe keine Ahnung, aber vielleicht Sie im Publikum, schreiben Sie es doch einfach in die Kommentare. Hallo Leute, danke auf jeden Fall für die vielen positiven Kommentare zu den Videos, die bisher hochgeladen worden sind. Ich und die Redaktion, wir haben uns natürlich zahlreich die Kommentare durchgelesen und so die häufigsten Fragen hier zum Einsatz gesammelt. Und die möchte ich euch natürlich auch beantworten. Und ja, deswegen habe ich jetzt ein paar Soldatinnen und Soldaten zusammengetrommelt. Leute mit Fachexpertise, die auf eure Community-Fragen gut eingehen können. Muss ich mich vorstellen oder sowas? Geht schon los? Hallo. Guck mal, die Fliege, genau in mein Gesicht geflogen. Ja, kommen wir zur Community-Frage. Okay. Cut, halt! Und, nee, es war scheiße, muss ich nochmal machen. Sorry. Jojo, was geht? Okay. Bevor ich die Frage vorlese, möchte ich erst Danke sagen für das positive Feedback, was wir bisher bekommen haben. Das macht uns Soldaten immer unheimlich stolz, dass wir auch positives Feedback aus der Bevölkerung bekommen. Also dazu vielen, vielen Dank. Zur Frage, das ist ja ein richtiges Luxuscamp. Naja, was ist Luxus? Wenn ich das vergleiche mit einem OP North aus Afghanistan oder so, ist es natürlich Luxus, dass hier geteerte Straßen sind oder dass wir hier einen Friseur haben. Natürlich haben wir einen Friseur. Wir wollen nicht mit geflochtenen Haaren nach Hause kommen, mit extra langen Haaren, sodass unsere Familie uns dann wiedererkennt, sondern wir möchten schon ein bisschen Mensch bleiben und deswegen, man nimmt alle Annehmlichkeiten, die man bekommen kann. Das macht jeder. Jeder macht sein Nest zu Hause schön kuschelig. Und deswegen versuchen wir natürlich alles, damit wir uns hier wohlfühlen. Nur das schafft es, dass wir unseren Auftrag lange, gewissenhaft und mit vollem Elan quasi durchführen können. Was ist der Auftrag des deutschen Einsatzkontingentes in Jordanien? Ja, der Auftrag ist eigentlich in drei Teile geteilt. Das erste ist der truppendienstliche Teil, das heißt die truppendienstliche Führung für alle Soldaten, die in Jordanien und ebenso im Irak sind. Und der zweite Teil, ja, es sind zwei militärische Aufträge oder politisch hinterlegte militärische Aufträge. Zum einen Counter Daesh, das ist die Absicherung des bisher Erreichten im Kampf gegen den IS. Unter anderem durch unseren Tanker, den wir hier jeden Tag in die Luft bringen oder aber auch unser Luftraumüberwachungsradar, was wir im Irak betreiben. Und die zweite Seite ist dann Capacity Building Irak und NMI, wo wir die irakischen Sicherheitsinstitutionen unterstützen und beraten. Und zwar auf deren Wunsch. Das heißt, Sie gehen hin, Sie formulieren eine Frage, eine Bitte und wir können dann mit unseren Mitteln und unserer Erfahrung Ihnen vielleicht Hilfestellung geben, um sich selber besser aufzustellen für die Zukunft. Sieht es in anderen Einsätzen auch so aus? Ja, jein, schwierig. Also ich sag mal, in Gao natürlich gibt es keine geteerten Straßen, aber dort findet man genauso vor. Einen wunderschönen Sportraum, der sogar ein Ticken besser ist wie hier. Es ist wirklich ganz unterschiedlich und liegt immer daran, wie viele Soldaten sind vor Ort. Sind die Amerikaner mit eingebunden? In Afghanistan war das nun mal so. Dort gab es auch einen Burger King zum Beispiel, den die Amerikaner mitgebracht haben. Das ist halt wirklich ganz individuell zu sehen. Hier ist es so, wir sind zu Gast bei den Jordaniern. Und wenn wir zu Hause, denke ich, einer anderen Nation etwas zur Verfügung stellen, dann wird es auch nicht schlecht sein, sondern dann werden wir uns natürlich gut zeigen und das Beste, was wir haben, zur Verfügung stellen. Ja, müssen Soldaten im Einsatz nicht bewaffnet sein? Gute Frage, aber die übergeordnete Führung möchte das tatsächlich nicht, dass wir hier alle bewaffnet sind. Es gibt trotzdem Kameraden hier am Standort, die bewaffnet sind. Das sind unsere Kameraden von der Force Protection und die sind auch rund um die Uhr bewaffnet. Wer baut sein Camp und wie lange dauert das normalerweise? Das Wort normalerweise muss ich ein bisschen ausklammern, denn mit der Verlegung von der Türkei nach Jordanien 2017 musste so schnell wie möglich ein führungsfähiges Camp errichtet werden. Es hat sich ein jordanisches Großunternehmen gefunden, was diese Aufgabe bewältigen konnte. Und ein kleiner Fun Fact, das Camp Sonic heißt, weil es so schnell ging. Wer bestimmt das Warenangebot im Shop und woher kommt das? Das Warenangebot bestimmt das Verpflegungsamt der Bundeswehr. Es gibt einen großen Katalog, wo alle Waren drin sind, die wir beziehen können. Das ist für jeden Einsatz auch gleich. Bei uns geht das nach Angebot und Nachfrage. Also der Market-Tender-Feldwebel bestellt aus dem Katalog Waren und prüft dann, wenn er es verkauft, was läuft und was nicht läuft. Und dann kann er sein Angebot entweder erweitern oder minimieren. Woher kommt das Ganze? Das Ganze kommt natürlich aus Deutschland. Wir haben Firmen, mit denen wir zusammenarbeiten und die verschiffen das dann hierher oder mit der Luftpost eher gesagt. Wie läuft das mit der Wasser- und Stromversorgung so weit ab von der nächsten Stadt?
Man muss das mal so sehen, wir sind immer in einem Einsatz und hier muss man zusehen, dass man in einer gewissen Art und Weise autark von allem anderen lebt. So haben wir quasi die Wasserversorgung, die läuft hier über ein Wasserreservoir außerhalb der Base. Da beziehen wir unser Frischwasser her, was dann aufbereitet wird mit Chlor etc. in einem gewissen Rahmen. Und die Abwasserentsorgung läuft dann auch über Tanks, wo das dann quasi wieder nach draußen gebracht wird und dann in einer großen Sickergrube verschwindet das Wasser. Die Stromversorgung, ja, da ist man auch auf eine gewisse Art und Weise auf Autarkie angewiesen. Und wir machen es auch auf die alte konventionelle Art und Weise mit Dieselgeneratoren, die immer sozusagen uns permanent 24 Stunden am Tag den Strom liefern können. Kaufen die Soldaten oder Campangestellten zum Einkaufspreis oder gibt es da eine Gewinnmarge für zum Beispiel eine Gemeinschaftskasse? Hier im Marketender dürfen nur deutsche Soldaten des deutschen Einsatzkontingents einkaufen. Für Campangestellte ist das Ganze nicht vorgesehen, weil wir auch hier Euros, also die Leute können hier nur in Euros bezahlen und das haben die Jordanier hier zum Beispiel auch gar nicht. Zu Punkt 2. Klar müssen wir hier ein bisschen Gewinn machen, aber der Gewinn, der ist nur dafür da, um die Transportkosten abzusichern. Warum sind immer nur Frauen zu sehen? Die spielen doch nur Soldat. Ja, starke Frage und auf jeden Fall ein schwaches Ende. Warum sind immer nur Frauen zu sehen? Ich denke, es liegt daran, es finden tatsächlich für die Reihe, die gedreht wird, öfters mal freiwillige Abfragen statt. Und da melden sich dann halt die Herren der Schöpfung nicht, sondern bloß die Damen. Ich denke, die sind in der Gesamtmasse halt resoluter. Zum zweiten Punkt, der relativ schwach ist, die spielen doch nur Soldat, die Frauen. Ja, kann ich so gar nicht wiedergeben. Tatsächlich in meinem Zug sind zwei Damen eingesetzt im Dienstgrad Stabsunteroffizier und sind tatsächlich die Gruppenführer der Force Protection. Von daher kann ich nicht sagen, dass die Damen tatsächlich nur Soldat spielen, denn sie sind Soldaten. Warum darf sie denn jetzt alles filmen? Uns wurde ein Film- und Fotografierverbot gepredigt. Ja, wie ihr wisst, ich bin Presseoffizier hier im Einsatz und mein Auftrag ist eben die Öffentlichkeitsarbeit. Das heißt, es geht ja gar nicht ohne, dass ich hier durchs Camp laufe und fotografiere und filme, um eben euren Angehörigen und auch anderen, die sich halt für die Bundeswehr interessieren, zu zeigen, was unser Auftrag hier ist und was wir hier machen. Deshalb, tut mir leid für euch, aber für mich gilt das halt nicht.